Hallo! Moin. Ich wollte eigentlich noch nicht weitermachen. Ach Aber so. vielleicht lasse ich das jetzt drauf. Einfach nur deswegen. Moin, moin, ihr, da sind wir wieder. Ich glaube, ich lasse es drauf, doch. So, wir haben uns jetzt einen neuen Server gesucht. Und ja. Irgendwie habe ich rote Kette. Okay, die Feuerwehr, Polizeigebäude ist auf. Completo mundo. Feuerwehr, Polizeigebäude. Okay. Genau, das Feuerwerk, Polizeigebäude. Hat gerade jemand eingeloggt oder so? Ich habe gerade Bin irgendwie. hinter dir quasi. Ja, ich logge auch gleich erst ein. Komm jetzt ins Haus rein. Entschuldigung, Ja. jetzt habe ich nachgeladen. Hello. Hallo. Guck mal, ich habe da was mitgebracht. Oh, cool. Na, Ich ah, toll. klatsche. Na, ah, der hat mich schon gehauen, aber. Jetzt hol doch die Apfelhaus oder blöde was? Axt raus. Ja. Richtig. Alter, bei mir will er die Waffe gerade nicht wechseln. Was ist denn los hier? Jetzt, danke. Umschnässung. Ja, hier geht halt nichts, wie zu erwarten war. Also zumindest die Türen sind auf. Ich komme jetzt auch. Ich mache. Danke. Hab sie, Na, ich glaube habe ich, noch ein schon. bisschen rote Kette. Ja, habe ich eben auch noch. So, ich mache jetzt auch mal eine Aufzeichnung. Mal gucken, wie das so performiert. Perforiert. Perforiert. Oha, ja, das wäre nicht so schön. Eine perforierte Festplatte kommt nicht so gut. Ach. Ach, sagt er. Südlich scheint auch soweit erstmal frei zu sein. Warte mal. Nein. Ich hab vielleicht. Nee. Okay, das war ein Vogel. Bestimmt schon so ein Vogel. Hm. Ich glaube ich. Nee, doch nicht. Willst du eine Soda trinken? Ja, Steht ich hier. knall mir die rein. Ja, hau rein. Lass sie dir schmecken. Ach nee, lass es, egal. Kann die einstecken. Muss noch ein bisschen Platz haben. Bitte, 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 bitte. Ist jetzt halt die Frage, ob wir hier mehr Glück haben, ne? Naja, also die Chance ist zumindest höher. Ja. Ja gut, wenn ich jetzt hier aufs Airfield laufen würde und sehen würde, die ganzen Türen sind auf, na gut, ich würde vielleicht trotzdem reinlaufen. Ja, kommt halt immer darauf an, was du brauchst, ne? Ich meine, wenn du gar nichts hast, dann kann immerhin noch ein paar Klamotten drin sein, wenn man ein bisschen Glück hat. Vielleicht sogar noch Ja. ein bisschen Stuff von denjenigen, der vielleicht voll war. Ja, oder eine M4 oder so kriegt man ja auf Ja, jeden Fall richtig. meistens immer. Kann man eigentlich zwei M4s tragen? Ja, ne? Ist egal, also. Keine Ahnung. Ja, eine in der Hand, eine auf dem Rücken, das müsste gehen. Ja. Denk auch. So, jetzt läuft meine Aufnahme auch wirklich. Na, ich musste gerade nochmal in der Compression Ratio ein bisschen rumspielen. Machst du das jetzt über Netzwerk? Nee. Oh shit. Okay. Vielleicht sollte ich das mit der Compression Ratio doch nicht so machen. Ich habe schon nach einer Minute ein Gigabyte voll. Obwohl egal, da sind 500 Gigabyte drauf auf der Festplatte. Passt schon. Ja, von nix kommt nix. Na, ich sehe hier auf jeden Fall im Moment nichts. Nope. Naja, das Problem ist, wenn man es übers Netzwerk Gleich schiebt, wieder da. dann frisst sich das Netzwerk voll.
Also man kriegt es zwar rüber, aber ich keine Ahnung, ob das Paketverluste sind oder also irgendwas führt dazu, dass der Buffer des Aufnahmeprogramms voll läuft, weil das die Pakete anscheinend nicht schnell genug rüberkriegt, also zumindest nicht über TCP. Und Okay. über UDP könnte ich es natürlich machen. Das Problem dann ist aber natürlich, dass ich Pakete verliere, dass also ich dann extrem in der Qualität Verluste hätte und das ist ja auch doof. Und auf was für eine Auflösung wäre das dann? Aktuell nehme ich auf meiner Bildschirmauflösung auf, also 1920 mal 1200, also 16 zu 10. Und schneide das dann nachher klein. Also soweit der Plan. Wobei das jetzt wirklich nur eine Testaufnahme ist. Außer irgendjemand ist daran interessiert, meine Perspektive auch noch zu sehen, dann lade ich das vielleicht sogar bei YouTube hoch. Werden wir sehen. Ja. Kann ich dir berichten, ob oder ob Ja. nicht? Das wird man sehen. Bestimmt. Ja, vielleicht hast du ja Also auch ich Bock, das noch mit reinzuschneiden oder so. Keine Ahnung, kann man auch sehen. wollte ich gerade sagen. Also Interesse ist da bestimmt bei, weil so zwei Perspektiven ist halt immer lustiger, ne? Und Ja. ich meine, so ein Bild im Bild ist halt auch eine lustige Sache. Das habe ich ja auch hier anfangs schon mit Outlaw immer gemacht, mit den Games. Ja. Ist natürlich extrem renderaufwendig. Verdoppelt bis verdreifacht das natürlich dann mal so eben die Wartezeit, aber naja, gut. Das tut man nicht alles für YouTube, ne? Also für euch da draußen. Ja, kann man nicht eigentlich theoretisch. Ich frage mich sowieso, warum ich die Videos eigentlich komprimiere, weil ich meine, weißt du, hochladen kann ich das auch über Nacht. Mal eben so ein Das Pro 400 Problem ist, Gigabyte dass Video. YouTube das runter regelt. Und die machen Also das schlechter. dementsprechend, ja, also sagen wir mal so, wenn du es manuell nicht selber ein bisschen runter regelst, dann ist die, ja, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, was für eine Kompressionsmethode sie da benutzen, auf jeden Fall ist die voll für einen Eimer. Ja gut, wahrscheinlich nehmen die irgendeine, wo hoher Verlust bei ist, was nicht so sauber ist, einfach um Wahrscheinlich. Rechenleistung zu sparen, weil die sagen sich natürlich auch, ja, fick dich, kontrollier du doch mal, dass deine Videos vernünftige Richtig, Größe haben. richtig. Ja. Sie geben ja auch genug Infos darüber raus, was du für einen Codec am besten nutzen solltest, sowohl Audio als auch Video und so weiter. Also so ist das ja jetzt Ja. nicht. Es ist ja nicht so, dass sie einen da total doof stehen lassen. Wobei, wenn man Ja. halt trotzdem Probleme hat, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt eine Einstellung, die halt mir das Ganze in MP4 rausgibt. Und naja, für mich ist es die schnellste Methode zu rendern. Aber er sagt halt immer wieder, es könnte Probleme mit Audio- und Videolänge sein. Also dass halt irgendwas eine Sekunde länger geht oder sowas, so nach dem Motto, ne? Obwohl es halt Okay. definitiv nicht der Fall ist. Also, naja. Aber das ist doch die Vorgabe, dass du auf x264 hochlädst. Frag mich nicht, frag mich nicht. Also was ja in MP4 Containern wird. Ja, keine Frag Ahnung. mich nicht, ich kann es dir nicht genau sagen. Wie gesagt, auch was da für eine Kompressionsrate oder so genau genutzt wird, das kann ich dir auch nicht sagen. Also ich habe es mit einem Programm schon mal versucht hinzukriegen. Aber wenn ich das dann Also genau ich. auf die Größe quasi habe, wie ich es dann runterladen kann, dann sieht es halt ja immer noch schlechter aus als das, was ich so mit einem Renderprogramm machen würde. Und wenn ich das dann hochlade, macht er trotzdem noch was. Also Ja. egal was, er macht halt immer noch irgendwie irgendwas. Und das ist halt so eine Sache. Naja. Na, okay. Aber man merkt, uns ist extrem langweilig hier, wenn wir schon über so eine Scheiße hier die ganze Zeit am Reden. Ich denke mal, das interessiert die Leute da draußen nicht ganz so sehr. Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir uns nicht vielleicht doch mal eine andere Position suchen? Kann man nichts sehen von mir? Nee, also absolut nichts, nichts in Sicht. Wo ist denn unser Sniper überhaupt? Auch hier. Ah, da. Ja, gut. Ja, der pennt schon ein hinter seinem Zielfernrohr. Da ist schon Schlaf am Zielfernrohr, wenn du guckst. Der klebt schon mit seinem Auge dran. Ja, weiß nicht, wollen wir sonst vielleicht einfach nochmal zum Berg hoch, einfach nochmal von oben gucken? Ah, ich bin so blöd. Oh, ich bin so glücklich. Ich hab's Man kann gesehen. Wie übrigens glücklich? nicht mehr durch Wände steigen. Okay. Ich muss die Tasse unbedingt mal weglegen.
Ja, das Ding Moment. kurz. Polizeistation kann man ja vergessen da. Da ist nichts, ne? Also ich bin schon die ganze Zeit auch immer wieder am raufgucken, aber Türen sind offen. Also ich glaube auch nicht, dass hier noch groß Loot sein wird, ehrlich gesagt. Beim Dings bin ich nämlich auch die ganze Zeit am gucken bei den Zelten, da sehe ich auch nichts sich bewegen. Ich sehe auch keine Zombies mehr, also ich denke mal, hier waren sie schon überall. Ja, gut, ich meine, bei der Anzahl von Spielern. Ja. Da ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, ne? Ich meine, das ist halt einfach so. Würde ich halt einfach sagen, dann lass uns noch irgendwie eine andere Position irgendwo suchen. Einmal nochmal rüber gucken. Und sonst vielleicht eine andere Position, also andere Stadt suchen. Ihr in die Kasernen reingucken können, kann man von hier nicht, oder? Nee, glaub nicht. Also zu den Türen. Nee, ist zu den Türen auf jeden Fall nicht, ne. Leider nicht. Ja, irgendwas können wir schon mal machen jetzt, ne? Weil hier jetzt die ganze Zeit blöd rumwarten. Richtig. Also ich finde, wir laufen ein bisschen auf dem Flugplatz vorsichtig rum und gucken dann, ob was geht. Also ein bisschen Ja, dann können mehr wir auch Action. genauso gut einfach nochmal auf den Berg rauf gucken, ob da was ist. Ja. Und wenn da nichts ist, einfach weiter. Ja. Das wäre jetzt, wie gesagt, so meine Idee. Weil warum jetzt nochmal direkt übers Flugfeld? Das ist ja auch Quatsch. Also jetzt so 10 Minuten oder 20 Minuten dumm rumsitzen und dann einmal übers Flugfeld laufen und dann Headshots kassieren, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wenn du Ja, ich verstehst. wollte jetzt nicht direkt über die Landebahn. Also hört er sich aber so an. Wir können uns ja auch auf die Landebahn stellen. Dann machen wir so, machen wir so. Und dann freuen wir uns. Und dann gehen wir da so lang. Also geht denn das nicht? Ach, Mann. Wir machen so die ganze Zeit. Ja, oder das, Und genau. irgendjemand von uns spielt über das In-Game Voice irgendwelche komische Musik. YMCA. Ja. Wobei, da gibt es dann wahrscheinlich wieder Probleme mit der GEMA. Also von Ja, stimmt, dann daher. wird für uns der Bildschirm schwarz. Ja, das könnte auch passieren, das ist wohl wahr. So, vielleicht Waffe in die Hand nehmen. Jo. Ja, aber nur vielleicht. Ja, nur vielleicht. Nicht übertreiben. Nee, auf jeden Fall. Nein, nein, also. Ne? Ja. So, ich bin auf jeden Fall rechts rum, nur damit ihr es wisst. Ist das das andere rechts? Osten. Nee. Nach Westen ist er raus. Nee, Nee, Osten. du bist bei mir, Schilly. Okay, dann ist er nach Ich er bin ist nach Osten links raus. raus. Ja, im Ja. Endeffekt raus. Ja, richtig. Ja. Ich bin gerade wieder himmelsposition mäßig. Ich habe mich jetzt auf Himmelsposition eingestellt. Dann Jetzt sag sag doch auch. Osten. Westen. Alter, Mann. Ja, ich weiß, wir müssen uns da noch dran gewöhnen. Ich sag immerhin wenigstens schon auf Himmelsposition fixiert. So. Ja. Immerhin. Immerhin 50% stimmt schon mal. ja, und dann wohin zu den Kasernenbunkern oder was? Ich dachte jetzt eigentlich wieder zum Hügel nochmal hoch, oder nicht? Dann hätten wir ja auch andersrum. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wo bist du denn jetzt? Wir laufen jetzt im Westen durch Balota, den Weg, den wir hierher gekommen sind. Ja, machen wir das. So. Ich gehe jetzt auf die Schenke zu. Ich würde gerne mal wissen, was du mit Schenke meinst. Komm einfach her, dann weißt du's. Und wo ist hier? Ja, westlich von euch zwei Häuser. Also zumindest vom Ja, Apfelhaus. sehe dich Und da. da. Das hier ist die Schenke, Kneipe, wie auch immer. Ja, sind die. Da läuft ein Zombie, okay, ich wollte gerade sagen. Hat jemand eine Axt eben gerade so mal Ich sehe parat? gerade eine. Okay, ich will alles mal auch klar. mal wieder. Hast du ihn? Okay, da haben wir einen, der Aha, ich blutet. blute. Ja, ich mach dem. Hast du Verband? Klar. Verband, den ich nicht benutzen will. Nicht Und willst? jetzt Okay, wäre den mein nutze ich. Charakter. Na gut. I bandage myself.
Nicht Bondage? Nee, das war gerade Bandage. Okay. Kann ich selbst Handschellen anlegen? Nee. Was hast du für Ideen, Alter? Komm mal eben rein hier ins Gebäude und dann weißt du, was ich meine. Ah, guck mal, die TKO-Pants hier. In Worn. Ich hab Pristine. Was hab ich? Aber ich habe ja sogar eine Summer-Hunter-Pants, sehe ich auch gerade an. Ja, dann. Ich würde sie sonst nehmen. Kannst machen. Meine ist Worn, also. Mhm. Der jetzt keinen Qualitätsunterschied. Dann kannst du meine nehmen. Wieso sind deine Pristine? Ja. Okay. Ich würde aber gerne die TTO haben. Passt halt besser insgesamt zusammen, ne? Ach. Hallo? Wenn ich schon so eine Barbie-Puppe habe zum Anziehen, dann will ich sie auch schön aussehen lassen. Hat jemand Schminke dabei? Mädel. Ah, okay. Hat jemand Schminke dabei? Tarnfarbe gibt's noch nicht. Kommt aber. Scheiße. Oh, sind die besser als meine Handschellen? Jo, perfekt. Die sind nur worn. Nice. Ich hab eine Pristine. Ja, cool. Handschellen. Ja, wobei wir auch schon gemerkt haben, dass es nicht so viel bringt, ne? Hm. Ja. Ja, gut, dann lass uns mal weiter. Ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Oder? Ja. Wie schon voll aus Gewöhnung. Mach ich mal die Tür zu. Frei. Ja, bin ja nicht in der U-Bahn geboren, ne? Nicht? Nee. Mach keine Säcken vor den Türen, ne? Irgendjemand hat mich hier geärgert und die Tür aufgemacht. Was soll denn das? Aha. Ich geh gleich nochmal zurück, mach die zu. Ja, ja, tu, was du nicht lassen kannst oder so ähnlich, ne? Aber irgendwie... Türen sind hier teilweise noch zu. Sind hier fast alle zu. Ja, vielleicht echt ein Server, aber einfach das Airfield einfach abgegrast. Fände ich hier aus, so, ne? Oder? Hier geht, glaube ich, auch keiner hin. Ja, das gut, wer so weit gekommen ist, der hat eigentlich auch Essen und Trinken. Ja, obwohl. Naja, kann ja auch ausgegangen sein, bis du hier ankommst. Mhm. Mal hatten wir ja auch schon ein paar Mal, dass wir irgendwo nichts mehr hatten. Naja. So, wollen wir nochmal von hier aus einmal rüber gucken? Ich schau schon. Aber ich sehe im Moment nichts. Könnte halt mal Fernrohr gucken. Mach das, ich gehe schon mal ein Stück weiter und guck mal, ob hier nichts irgendwie umgammelt. Wäre insgesamt schön, wenn es Farbe geben würde, ne? Dass man zum Beispiel seine rote Axt grün anmalen könnte. Ja, richtig. Ne, also. Hier ist scheinbar auch nichts, alles gar ruhig. Gar nicht. Oh, dann lass weiter. Dann lasst uns weiter. Hm. Von mir gibt's doch erstmal kein Aufnahmematerial, ich muss gerade stauben. Was bitte? Ich musste gerade Aufnahme schauen. Okay. Das wollte gerade nicht so richtig. Zu viel? Ich habe keine Ahnung, was der Fehler war. Ich hätte auch keinen Bock, das zu debuggen. Ja, ne, beim Spielen ist sowas natürlich auch immer ein bisschen dämlich. Außerdem habe ich die Angabe gemacht, mach mal 25 Frames und irgendwie macht aber 30 und das ist irgendwie nicht so geil. Wer are you? Richtung Berg. Up the hill. Du bist weiter. I see you. Lauf mal weiter. Left. Ja. Ich wollte gerade nördlich sagen, aber ob das wirklich noch Norden ist, kann ich auch nicht sagen. Ich glaube auch. Du musst noch ein Stückchen weiter, nach links, hinter den Tannen. Ja, da passt schon in den Tannen. Genau, auch da eben rein.
Ja, wie gesagt, wenn man ihn direkt sieht, dann kann man ihn ja auch schon sagen, links oder rechts. Ja. Da ich ihn ja gesehen habe, passt das ja. Ich hasse das mit hier im Mödenberg, ne? Ist aber auch irgendwo logisch. Nee, ich meine jetzt eigentlich einfach nur hier die offene Stelle und so und dann halt nur gehen können. Das ist halt schon echt übel. Aber ich sehe hier auch absolut nichts soweit. Türen. Habe ich jetzt gerade nicht sehen können. Glaube, sie sind geschlossen. Zu. Da ist ein Zombie, ja. Ich würde so gerne mal Zombie, drauf ja. schießen, ey. Alles soweit zu. Ich darf nicht drauf schießen, ne? Nee. Naja, auf der anderen Seite, wir wissen doch, Zombies und Banditen lassen sich von Schüssen anziehen. Nicht? Ich dachte, wir sind die Banditen. Ach, verdammt. Aber Oder wir, sind wir die ja, das Guten? ist Counter-Battles. Ach so, ja. ich wollte gerade sagen, ja, stimmt, Stimmt. wir haben ja, na, shit, wir haben doch, wir haben gelootet, verdammt. Da kommt ein Zombie den Berg hoch. Was? Auf mich kommt der zu. Moin. Ach, das war sogar der. Kriegst du es hin? Ich weiß nicht, ob ich eine Axt in der Hand Warte, habe. Ich habe warte, eine warte, Axt. ich mach. Ich hole sie raus, lauf einfach. Jetzt Bist habe du ich den. jetzt? Der hat mir zweimal in die Fresse gehauen und es ist nichts passiert. Boah, sei froh, ey. Also das war Ja. früher beim Mod war das echt übel. Wenn die dich am Kopf erwischt haben, bist du sofort umgekippt. Das ist krass, ey. Ich fall mich im Knien und der haut mir auf den Sack, weißt du. Passiert gar nichts. Also Ja, ich sehe genau halt Blut das. spritzen. Und ich dachte mir so, Moment, bin ich das jetzt oder ist er das? Schalte den Third Person und sehe, oh, ich habe noch immer keine Waffe gezogen. Ziemlich Oh. gut. Ja, das, wie gesagt, also in der Mod wäre das jetzt echt schon, ich sag mal, 80%iger Tod gewesen. Im Ja, in Knie, der im Mod hättest du aber Nahkampf, auch das ist schneller die so Waffe außer böse. Hand, in der Hand gehabt. Nicht wirklich. Na, da bist du aber nicht so lange am Rumhampeln gewesen, oder? Was? Klar. Also so schnell kannst du da auch nicht die Waffen hin und her switchen. I don't know, I never played the mod. Also wirklich viel schneller ist das hier jetzt nicht, du. Also sofern der Knopf funktioniert, sagen wir es mal so. Na. Ja, ich weiß nicht, und jetzt? Ja, also ich habe jetzt auch bis jetzt nichts gesehen. Ne, von hier sehen wir sowieso nichts. Wir müssten. Also ich kann von hier vorne relativ bis in die Stadt einsehen, also so ist es jetzt nicht. Ich sehe auch alles. Aber es ist halt nichts. Welche Stadt wollt ihr einsehen? Ja, meint ihr doch einmal nochmal bei Lothar reinschauen, aber So. da ist nichts. Definitiv nicht. Ja, wir könnten natürlich jetzt uns Richtung Tscherno oder so mal aufmachen, aber ob wir jetzt da mehr Glück haben, ist die nächste Frage. Ich meine, was ist da? Ja. Oder wir gehen zur nordwestlichen Kaserne da. Also Military. Von hier aus. Weißt du, das sind halt. Mag ich nicht so gerne. Also ist jetzt, glaube ich, mit Sniper nicht so geil. Ja, stimmt schon. Obwohl man natürlich im Zentrum aufs Krankenhaus rauf könnte. Können wir mal Tscherno abchecken oder hier die nördliche Siedlung oder so. Ja, stimmt, wir könnten eigentlich mal nach Tscherno Stadt gehen. Aber ganz ehrlich, da ist doch nichts. Ja, nicht mehr, ne? Ne, eben. Ja, müssten wir nach Berezino laufen, aber. Wäre? Was willst du denn im Wäre? Kämpfen. Singen. Meinst du, da ist jetzt im Moment der Ballungsort oder was? Weiß nicht, erstmal. Denke ich, oder? Es laufen immer mehr Leute dahin.
Ja, ist halt jetzt schwierig einzuschätzen. Also ich, keine Ahnung. Also ich würde jetzt nicht unbedingt nach Norden laufen, halt, weil wirklich lohnt tut sich's nicht. Heißt ja nicht, dass es nicht genug Leute machen. Das ist es halt, ne? Ja. Deswegen frage ich halt so. Ich, momentan, ehrlich gesagt, kann ich mir gar nichts wirklich als Ballungsraum vorstellen. Also wenn, dann würde ich sagen Beere oder Elektro, aber das ist einfach zu weit weg. Aber vor allen Dingen Elektro ist doch auch nichts wirklich. Das ist es doch gerade. Naja, Elektro wäre höchstens Pistole. auch wieder die La. Ja, richtig, gut, okay, das stimmt. Und halt dann der Weg Richtung Balota halt, ne? Genauso wie die Ja. Leute aus Tscherno. Also da glaube ich eher, dass die Leute Richtung Balota dann laufen. Das ist es halt. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, wo die ganzen Leute hier auf dem Server sein sollen, ey. Dass wir noch nicht mal einen irgendwie gesehen haben, halt. Wundert mich ein bisschen. Mal nicht mal so eine Distanz irgendwo rumflitzen Genau, oder? genau. Ja, oder wir gehen nochmal Richtung Solnitschine hoch. Und sind nochmal ein bisschen asi und campen die Bronnen. das könnten wir theoretisch auch in Elektro machen. Da gab es zwei, oder? Einen oben und einen in der Stadt, ne? Ja, obwohl stimmt, ja, die zu gehen wahrscheinlich, die meisten gehen zu dem in der Stadt. Und den kann man An der scheiße Kirche. einsehen. Ja. Richtig. Nee, Moment, in der Ki nee, Moment, dann sind da zwei. Nee. Ich glaube, Oh doch, ja, sicher? sind zwei. Ja, sind zwei. Im Osteingang ist auch noch eins, ne? Genau, ja. So am Fuße des Berges, da der nördlich da ist. Genau, ja. Ja, das war der erste Brunnen, der mir bekannt war überhaupt, den es gibt. Ah, okay. Das weiß ich noch. Ja Ich geh gut, mal kurz also. runter zum Wasser, was trinken. Alles klar, dann Und warten wir eben so auffüllen und lange. alles Mögliche. Ja, dann lass uns doch einfach mal Richtung Elektro gucken gehen. Ob wir da vielleicht irgendwas sehen. Wenn nicht, dann Also ich weiter habe Richtung halt nur noch eine Solnitschi. Dose zu essen. Ich habe ein klein bisschen Blut verloren. Ich würde sogar fast ganz gerne die aufessen und dann können wir nochmal zwischendurch was zu essen sammeln gehen, so. Okay. Also ich würde halt echt das mal ganz lustig finden, wenn wir nach Tscherno reingehen. Bei mir ist halt einfach das Ding, warum ich da nicht reingehen will, ist, dass die Aufnahme da halt einfach noch zu krass weit runter von den FPS geht. Ah, okay. Also da habe ich echt extremste Probleme. Ich meine, wir können es gerne machen, klar, aber ich weiß nicht, inwieweit ich da jetzt da dann auch wirklich noch Hilfe sein kann. Na, Das okay, ist ja, halt ist wirklich Quatsch das dann. Problem. Weil ich, so wie wir jetzt hier im Moment stehen, habe ich aktuell sogar, frag mich nicht warum, nur 15 Frames. Fühlt sich gerade eigentlich noch mehr an, aber gut. Ich bin gerade am Essen, nicht wundern. Habe ich mir schon gedacht. Gibt nur einen, der mir so ins Ohr schmatzt. Ja, ein bisschen Spaghetti. Nom nom nom. Warte, warte, warte. Ich mache eine Dose Fisch auf. Willst du eine haben? Lecker. Ich würde die nehmen. Aber nur Ja, gib einen mal den. kriegst du. Aber nur einen Fisch halt, ne? Ja, Moment, jetzt muss ich Ja, erstmal hier noch erst mal mal ein einen bisschen. von mir. Einen einzigen Fisch. Kriegst du jetzt mal bitte. Danke.